Hallihallo, vor uns haben wir die AMD-Aktie, das ist der Tageschart. Wir sehen, unten haben wir mal eine Unterstützungslinie, oben haben wir mal eine Trendlinie, genau bei den Unterstützungskerzen hier. Der Markt könnte weiter wieder runterfallen, man sieht ganz schön, das blaue Kästchen hier könnte sich hier wiederholen, das heißt, der Markt fällt hinunter, bildet hier seine neuen Tiefpunkte, so wie hier. Man sieht das ganz schön, diese Tiefpunkte bei den Kerzen und versucht wieder aufwärts zu steigen. Das gleiche Spiel könnte sich hier wiederholen, wenn der Ausbruch nicht kommen sollte. Das heißt, der Markt fällt wieder hinunter und versucht wieder seine neuen Tiefpunkte zu bilden. Die Sache ist jetzt, da kommt das Spiel, also da wird entschieden nach meiner Strategie, da entscheide ich dann bei der dritten Runde, da entscheide ich, wird der Markt dann runterbrechen oder versucht er hier dann aufwärts zu steigen. Das werden dann die Formationen zeigen. Also wie gesagt, die erste Formation, das wäre hier, wird er hier ausgebrochen, dann wäre das wieder Richtung Long. Also da würde ich dann neue Formationen erwarten, neue Tiefpunkte aufwärts. Ansonsten, wenn der Markt wieder das gleiche Spiel hier drehen würde, also der Markt fällt wieder hinunter, erwarte ich hier dann neue Formationen und da würde ich dann entscheiden, ob Long oder Short, kommt dann halt auf das Signal an. Das war's dann. Bis dahin werde ich das beobachten. Danke.